Guten Tag und willkommen zurück hier bei Red Steel. Zuallererst will ich mich natürlich bedanken für 300 Abonnenten. Krass, dass das so schnell dann ging, hätte ich nicht gedacht. Also nicht schnell seit Anfang des Kanals, aber seitdem wir 200 Abonnenten erreicht haben, ging das dann doch zu den 300 ziemlich schnell. Also, danke für eure Unterstützung und zu diesem Anlass habe ich mich auch natürlich mal ein wenig dran gesetzt, hier ein bisschen was zu verbessern. Man hört es vielleicht schon, ich habe an dem Mikrofon ein bisschen rumgeschraubt, also an den Filtern in OBS. Habe ich mal geschaut, ja, was kann man da so machen, was geht hier so ab? Und habe gemerkt, man kann die Mikrofonqualität deutlich verbessern. Ich weiß Bescheid. Die alten Bosse haben mich angerufen. Der Mann hieß Ichiro Kawachi. Er war Tokais Vater. Keiner wusste, dass er einen Sohn hatte. Selbst ich als sein Freund und sein Meisterkrieger nicht. Ja, ich kannte ihn. Und ich stand ihm und Sato zur Seite, als sie für die Gründung ihres Clans kämpften. Ich errang Siege für sie, und deswegen war es meine Pflicht, Ichiro zu helfen und ihn mit seinem eigenen Schwert, dem Katana Giri, zu enthaupten, als er zu Seppuku verurteilt worden war. Das ist ein ritueller Selbstmord, den ihm die Sanrokai angeboten hatten. Ichiro war jedes Mittel recht, um seine Ziele zu erreichen. Er musste aufgehalten werden, bevor der Clan seinen Ehrenkodex vergaß und im Chaos versank. Wir setzten dem Wahnsinn also ein Ende, aber wir hatten zwar alles Recht der Welt dazu, doch ich konnte es nicht ertragen. Und deswegen verließ ich die Yakuza und ging meinen eigenen Weg. Und jetzt fordern die Geister der Vergangenheit ihre Rache. Ich habe Mariko verloren und du könntest Mio verlieren. Das muss aufhören. Ich werde das töten und dem schrecklichen Erbe von Ichiro Kawachi ein Ende setzen. Ich werde mich jetzt vorbereiten. Das solltest du auch tun. Ein das werden wir. Training könnte nicht schaden. Komm zu mir, sobald du bereit bist. Gehe zu Otori, um den nächsten Einsatz zu starten. Zwischen den Einsätzen kannst du jederzeit trainieren. Alles klar, wir haben genug trainiert, wir haben alle Katas freigeschaltet, jede Waffe freigeschaltet und jetzt ist es Zeit für uns zu kämpfen. Ja. Wir wollen aufbrechen. Und ich hoffe natürlich auch, dass das so von der Lautstärke alles passt. Ich habe auch nochmal hier das Red Steel Audio verstärken lassen, dass halt alles etwas lauter ist, weil in den Videos, die ich hochgeladen habe, die waren alle ziemlich leise und ja, hätte ich mal eher machen sollen. Ich muss diesen räudigen Hund Tokai finden, Scott-san. Ich muss meine Tochter rächen und diesen Fluch bannen, der schon seit Jahrzehnten auf unserer Familie liegt. Jetzt kann mich niemand mehr aufhalten. Er wird für das Leid bezahlen, das er uns allen angetan hat. Mhm. Du kannst mich nicht begleiten, Scott. Diesen Weg muss ich alleine beschreiten. Geh hier entlang und suche Miu. Das Chaos, das ich anrichten werde, wird dir als Ablenkung dienen. Viel Glück. Na gut, alles klar. Dann werden wir mal Miu suchen und lassen ihn alleine ziehen. Greife Tokais Residenz an, um Miu zu retten. Versuche, durch den Wald in die Residenz zu gelangen. Hier lang? Ah ja. Oh, schön mit dem Bambus auch, ne? Richtig cool. Nice. Ich weiß nicht, warum wir die Hand am Schwert haben. Können wir? Ja, okay. Sehr gut. Und wir sind komplett ausgerüstet. Alter, die Munition von der Ska. 150 Schuss.
Ah, okay. Hat er uns nicht gesehen? Was? Wie das denn nicht? Nein, ach man, ich wollte eigentlich mit dem Focus Time zuschlagen. Aber, nun gut, dann eben nicht. Und wir hätten uns echt die Sniper mitnehmen sollen. Mit der Sniper hätten wir die one-shotten können. So brauchen wir jetzt ein paar Schuss. Und müssen natürlich auch selber extrem einstecken. Oh, Moment. Da drüben. Okay, sehr gut. Okay, die haben auch alle eine Scar. Das würde auch erklären, warum die so heftig austeilen. Hallo, geh doch weg. Es war noch rechts von mir jemand, oder? Kann das sein? Ich glaube, es war rechts von mir jemand. Ah, ja, gut. Oh, nö. Ich muss meine Tochter rächen und diesen Fluch bannen, der schon seit Jahrzehnten auf unserer Familie liegt. Jetzt kann mich niemand mehr aufhalten. Es wurde so oft in einem Spiel zwischengespeichert. Warum wird denn da an der Stelle, bevor der Fight losgeht, nicht zwischengespeichert? Das wäre so gut, aber jetzt so zum Schluss ist das Spiel echt nervig. Die haben sich wahrscheinlich zum Schluss, also zum Ende der Produktionsphase des Spiels, haben sie sich wahrscheinlich so gedacht, warum zwischenspeichert das denn so oft? Ist ja mal mega nervig. Dann haben sie es sein gelassen und dann haben sie vergessen, stirbt man hier, wenn man hier runterfällt? Nein. Ah, okay. Man kommt hier aber auch nicht weiter. Und man kommt zum Glück wieder raus. Ja, dann haben sie es wahrscheinlich sein gelassen. Dachten sich dann so, ah, okay, dann lassen wir das halt. Und haben dann hinterher vergessen, das an vernünftigen Punkten wieder einzufügen. Okay, sehr schön. Jetzt nehmen wir wieder die Scar. Oh shit. Wir haben absolut keine Focus Time. Okay. Bisschen hier verstecken. Sehr schön. Und dann können wir auch wieder recovern. Und ich habe auch in letzter Zeit so oft dieses Auto-Aim da benutzt, diese Zielunterstützung. Ich komme damit echt nicht so gut klar, muss ich sagen. Und man sieht jetzt auch direkt, es läuft einfach viel besser mit dem Zielen, wenn ich das nicht benutze. Zack, da ist er direkt down. Und da steht noch jemand. Alles klar. Den machen wir auch direkt weg. Guck, es läuft direkt viel besser. Ich darf das Auto-Aim nicht mehr so oft verwenden. Hau ab. Alter. Ja. Kurz nachladen. Hier wieder Munition gönnen. Und ich glaube, wir gehen auch mal zur Shotgun. Verstecken uns kurz. Okay. Nein. Hallo. Was mache ich denn? Ah ja. Okay, jetzt. Oh Mann, ey. Oh, cool. Eine schwere Schussweste. Die kommt natürlich sehr gelegen. Da wir zu Anfang gar keine Schussweste hatten. Und jetzt haben wir einfach die Schusswestenleiste direkt voll. Und ich wollte es gerade sagen. Das sieht nach einem Schwertfight aus. Gib auf, Amerika. Ja. Ja, nee. Zu ihm nein, aber
Ja, ich konnte nicht steuern. Hallo? Warum konnte ich mich denn nicht nach links oder rechts bewegen? Was zum Teufel? So. Wir zerbrechen wieder seine Klinge. Auf ganz entspannt. Aua. Aua. Au. Okay. Ah. Komm schon. Jetzt lass mich doch mal was machen. Nein, mach doch nicht immer diesen Schwinger nach rechts. Haha. Jetzt habe ich mich mal richtig bewegt. Holy shit. Boah, war der nervig. So, diese seitlichen Hiebe sind immer das allerschlimmste Moment. Von da kommen wir, ne? Ja, okay. Oh Mann, ey. Oh. Schöne Brücke, tatsächlich. Finde ich sehr cool. Ist nicht einfach nur so ein Brett, was hier rübergelegt wurde, quasi, sondern halt so... So Brett her und dann schön mit Pfosten hier. Und dann halt eher so im Zickzack angeordnet. Ah, was war das? rechts oder links? Oder kommen wir... Ja, wir kommen wahrscheinlich sowieso da raus, wo wir wollen, richtig? Ja, wahrscheinlich schon. Diese Pflanze, ist das... Ich will nichts Dummes sagen, aber es sieht nach Aloe Vera aus. Ist wahrscheinlich absolut keine Aloe Vera, sondern einfach nur irgendein Farnzeug. Ich glaube, Aloe Vera wächst auch eher in Wüstenregionen. Hallo. Mann. Aber da bin ich mir natürlich auch nicht sicher. Ah. Komm mal her, komm mal her, komm her, komm her, komm her. So, runter mit dem Scheiß. Alter, teilen die aus. Holy shit. Was? Warum schießt der noch? Diese Drecksau, Alter. Sind das mehrere? Sind das mehrere Gruppen? Oder warum schießen die noch auf mich? Es müssen mehrere Gruppen sein. Die wissen auf jeden Fall, dass wir kommen. Ah, Alter. Okay, sehr gut. Verstecken, verstecken. Komm. Okay. Und jetzt wieder Shotgun. Okay. Wunderbar. Und hier. Durch diese kleine Höhle können wir durch, um in die Residenz zu gelangen. Sehr gut. Mit der Waffe in der linken... mit der Waffe in deiner linken Hand kannst du das Schwert deines Gegners zerbrechen. Benutze es, um nach einem erfolgreichen Ausweichen zurückzuschlagen oder wenn dein Gegner aus dem Gleichgewicht ist. Dann können wir das auch machen, wenn er aus dem Gleichgewicht gebracht wurde. Ich dachte, wir müssen ausweichen. Alles klar. Ah, ich kann mich hier nicht vernünftig bewegen, schon wieder. Und das Aiming ist ja gerade auch sehr komisch. Hallo? Es fühlt sich so an, als hätte jemand... Ah, stopp. So, jetzt. Es fühlt sich so an, als hätte irgendjemand... die Sensibilität hochgestellt.
Aber ich meine, das ist eigentlich ganz geil. Das geht voll klar. Nur ich würde halt auch gerne die Kamera bewegen können, wenn ich die Fernbedienung neige. Alles klar, er macht mega den Parcours. Hallo? Warum kann ich denn nicht schießen, Mann? Er wollte gerade nicht. Ich habe B gedrückt. Nur er macht nichts. Was zum Teufel? Alter, wäre ich da jetzt abgekratzt, ne? Ich hätte mich so aufgeregt. Aber so dermaßen. Zumindest haben wir einen Speicherpunkt hier. Müssen wir die Kacke nicht nochmal machen, falls wir durch so eine Scheiße abkratzen. Oh, jetzt wird's richtig cool. Jetzt wird's richtig cool. Jetzt ein paar Parkour-Elemente. Rüber. Einfach rüber. Holy shit. Okay, nice. Und hier oben warten die jetzt, ne? Ja. Wir kommen hier hoch. Zack. Okay. Wunderbar. Beim letzten habe ich echt hart daneben geaimt, aber okay. Ist auch ein bisschen schwierig mit der Wii-Fernbedienung. Muss man einfach sagen. Das war sehr komisch. Er wurde getroffen, ne? Die hatten vergiftete Klingen. Ich glaube, er wurde getroffen. Vergiftete Klinge. Ich hätte wissen müssen, dass die Komori mich damit überraschen würden. Meine Uhr läuft ab, Scott-san. Aber das wird nichts ändern. Selbst wenn ich sterbe, Tokai tritt als Erster ab. Dafür werde ich sorgen. Es war so klar. Es war so klar. Und ich glaube, wir treffen nochmal auf jemanden mit einer vergifteten Klinge. Und dann würde ich gerne auch zeigen, wie das aussieht, wenn man davon getroffen wird. Ich hoffe, ich denke dran. Mann, ich... Hä? Hallo? Was ist das? Alter! Willst du mich voll verarschen? Das ist gerade so weird. Ich weiß nicht, ob man sieht. Aber gerade echt sehr komisch. Es ist so, als ob irgendjemand so seine Hand manchmal vor den Sensor vorhält. Und das dann, so für einen kurzen Moment nicht übernommen wird. Du! Endlich ist es soweit. Ja, endlich. Komm her, oder ich bring sie um. Moment mal. Ryuichi ist schon tot, oder? Nur ich habe das komplett vergessen. Doch, ich... War das nicht sogar so, dass der da irgendwie weggesniped wurde vom Dach? Holy shit, das habe ich komplett vergessen. Warum kann ich nicht die Ehre meines toten Vaters wiederherstellen? Was geht dich das alles an? Aber es ist mir egal, ob ich sterbe, Gaijin. Dein Vater hat seine Ehre wiederhergestellt bekommen, als er enthauptet wurde. Doch. Ah, scheiße. Ach, Bullshit. Au, 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 au. Okay, nice. Scheiße, nein, nein.
Ich wollte doch. Okay, nice. Holy shit. Gut. Du hast gewonnen, Kaijin. Aber warte. Einen Augenblick. Ja. Hör mir zu, warte. Du weißt doch, dass Otori verwundet ist. Hm. Und die Komori sind ganz hervorragende Giftmischer. Hör zu. Dein Freund kann gerettet werden. Er braucht nur das Gegenmittel für dieses einzigartige Gift. Ich besitze dieses Gegenmittel, Scott. Das Einzige, das es noch gibt. Verstehst du? Es bringt nichts, mich zu töten. Denn wenn du das tust, wird Otori sterben. Denk drüber nach. Tokai! Da ist er. Schütze mich vor ihm, Scott! Tokai, dein Vater war mein Freund. Trotzdem habe ich ihn hingerichtet. Und er hatte genügend Ehre im Leib, um sein Schicksal hinzunehmen. Und jetzt akzeptiere dein Schicksal. Ich will deinen Kopf für meine Tochter. Niemals! Denk dran, Scott. Wenn ich sterbe, stirbt auch er. Ich glaube, das ist es wert. Indro, ernsthaft? Müssen wir? Otori-san, Tokai hat ein Gegengift für deine Wunde. Das einzige, das es gibt. Warum stellst du dich vor diesen Hund, Scott? Geh zur Seite und lass mich ihn töten! Hätten wir auch nichts machen können? Scheiße! Aber okay, so sehen wir zumindest diesen Fight hier. Ah, holy shit. Ah, er ist krank gut. Ich glaube, ich kann seine Klinge nicht zerbrechen. Ich kann nichts tun. Ich kann seine Klinge weder zerbrechen. Noch kann ich ihn zurückschlagen. Wir sehen uns in der Hölle, Otori. Der ganze Schmerz, diese ganzen Probleme, alles nur wegen dieser verfluchten Klinge, unser Katana Gil. Wenigstens ist es jetzt vorbei. Ich habe Mariko gerecht. Mariko! Hat er die Klinge zerbrochen? Das Katana Giri? Scott, oh Scott, lass uns gehen. Lass uns von diesem verfluchten Ort verschwinden, bitte. Ja. Lass uns abhauen, Miu. Und ich denke, das war's mit dem Spiel. Ja. Es war sehr cool. Ich habe die ganze Atmosphäre richtig genossen. Es war einfach cool, das Spiel mal wieder zu spielen. Vor allem dann komplett durchzuspielen, das Ganze aufzunehmen. Und ich denke, auch für euch war es mal eine einzigartige Erfahrung. Ich denke nicht, dass es irgendein anderes Spiel so in dem Stil gibt. Gerade in dieser Kombination zwischen Shooter und dann Schwertkämpfen und dieser japanische Stil, der durchs ganze Spiel getragen wurde. Die schöne Einrichtung, aber halt auch dieser Augenmerk auf die Ehre der Clans und der einzelnen Personen. Also das ist schon cool gemacht. Und ich habe auch mal nachgeschaut. Da finde ich den Score von 63 echt ein bisschen schwach. Ich hätte, keine Ahnung, ich hätte vielleicht 72 oder so erwartet. Aber gut, was willst du machen?
Die haben da wahrscheinlich ihre Vorgaben, wie die ein Spiel bewerten sollen. Und ich weiß auch nicht, wie es für die Zeit, in der das Spiel rausgekommen ist, wie es da aussieht. Welche Möglichkeiten es schon gab, die Spiele zu produzieren. Das Spiel ist zu einer Zeit rausgekommen, zu der ich das absolut noch nicht bewerten konnte. Und ich glaube, da war ich auch noch sehr, sehr jung, wo ich das Spiel erst einige Jahre später dann kennengelernt und gespielt habe. Generell, das mit dem Score ist natürlich eine persönliche Sache, aber dennoch, wie gesagt, ich finde den Score von 63 etwas schwach. Ich würde dem Spiel wahrscheinlich einfach, weil es so eine einzigartige Erfahrung für mich immer noch ist und ich kein Spiel so in dem Stil kenne, auch alleine wegen dem Nostalgiewert. Wie gesagt, es ist immer eine komplett subjektive Sache, wie man etwas bewertet. Gerade hier bei den bei Spielen, wo es halt immer darum geht, gefällt mir der Artstyle, gefällt mir die Erzählung, was verbinde ich mit dem Spiel, gerade auch Erinnerungen, so wie in meinem Fall, an früher, also dieser Nostalgiefaktor halt. Und ich denke, ich würde dem Spiel auch, gerade weil ich nochmal drüber nachgedacht habe, wie fand ich die Erzählung, auf jetzt die Erzählung mit diesen Bildern, die zwischendurch kamen, bezogen. Das fand ich halt echt ein bisschen schwach. Ich habe ja mal gesagt, während des Let's Plays irgendwie, dass ich glaube, Max Payne auch in dem Stil erzählt wird oder so. Irgendwie in Standbildern oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall stand das irgendwo online, dass es wohl so sein würde, dass es so ähnlich wie Max Payne aufgebaut ist, also von diesen Standbildern her. Ich habe Max Payne nie gespielt, kann also nichts dazu sagen, aber gut, mir hat das nicht so gut gefallen, also würde ich dem Spiel abschließend 70 Punkte geben. Wie gesagt, es war eine sehr nice Erfahrung. War echt cool, das Spiel wieder komplett durchzuzocken und auch ein bisschen abzuragen hier bei den ganzen Steuerungsfehlern, aber auch bei meiner Inkompetenz. Es war echt cool. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und nochmal abschließend, vielen Dank für 300 Abonnenten. Wir werden dann als nächstes wahrscheinlich wieder Dying Light aufnehmen und natürlich auch Kirby weitermachen. Aber Kirby wird nicht unterbrochen. Das werde ich schon im Wechsel dann mit Dying Light machen oder auch mal ein paar Videos hintereinander. Also Kirby ein paar Videos hintereinander. Aber es wird jetzt so wie Dying Light nicht pausiert. Und ich denke, Dying Light auch nicht mehr. Nur wenn ein drittes Spiel dann irgendwie dazukommt, muss ich nochmal schauen, wie ich das mache. Oder ob ich dann das Spiel, was halt rauskommt, wenn überhaupt irgendeins rauskommt, ich denke, ich werde noch auf jeden Fall ein Spiel Let's Playen wollen, was rauskommen wird. Ich verfolge das ja immer nicht so ganz. Also es ist, ich habe da nicht wirklich einen Plan. Ich nehme einfach auf, zock die Spiele und
schneide die Kacke hinterher zusammen, schlag das dann hier, hau das dann auf YouTube drauf. Und man sieht auch vor allem oft auch an den Thumbnails, dass ich manchmal nicht so wirklich Zeit für alles habe. Aber gut, ich krieg's irgendwie am Ende immer hin. Das ist immer die Hauptsache. Also, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Es wird weitergehen mit Kirby und Dying Light 2. Und noch ein letztes Mal, vielen Dank für 300 Abonnenten. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis demnächst und ciao.